Berlin. August 1989. Halbstadt. Vorposten des Westens hinter dem Eisernen Vorhang. Trotz Entspannungspolitik der wunde Punkt zwischen den Blöcken. Hier im Herzen des geteilten Europas beginnt die Vorgeschichte des Dritten Weltkriegs. Moskau im gleichen Jahr. Das sowjetische Imperium steckt in einer tiefen Krise. Der Stern der kommunistischen Weltmacht ist im Sinken. Hinter der waffenstarrenden Fassade tobt der Machtkampf zwischen denen, die das Rad der Geschichte zurückdrehen wollen, und den Reformern um Michail Gorbatschow. Der kämpft verzweifelt um Unterstützung für die Perestroika. Schonungslos legt er die Unfähigkeit des Systems offen. Er wagt es sogar, über einen Abbau des Militärs zu sprechen. Wir müssen das umsetzen, worüber wir heute sprechen. Wir müssen den Weg weitergehen, den wir seit 3 Jahren beschreiten. Ich bin überzeugt, wir sind auf dem richtigen Weg. In der DDR melden sich Unzufriedenheit mit dem Regime und Freiheitsdrang lautstark zu Wort. Das Vorgehen der Staatssicherheit gegen friedliche Demonstranten wird immer gewalttätiger. Im September stürmen tausende DDR-Bürger die bundesdeutsche Botschaft in Prag. Der Strom der Ausreisewilligen schwillt an zum Massenexodus. Bevor das SED-Regime reagiert, fliehen über 20.000 Ostdeutsche in den Westen. Wie würden Sie da aufpassen? Bitte, dann kommen Sie rein. Ich will gar nicht bestreiten, dass wir damals ernste gesellschaftliche Probleme hatten. Nur als wir gerade dabei waren, Lösungen zu erarbeiten, da kam der Genosse Gorbatschow daher, zum 40. Jahrestag der DDR. Der Zeitpunkt war natürlich denkbar ungünstig. Es war doch ganz offensichtlich, dass er vor allem diese Unruhen angeheizt hat. Seine Anwesenheit macht alles nur noch schlimmer. Viele DDR-Bürger setzen darauf, dass Gorbatschow die SED-Führung auf Reformkurs bringen wird. Der sowjetische Parteichef ist für sie die letzte Hoffnung. Erich Honecker aber tut in der Öffentlichkeit so, als ob Moskau und Ost-Berlin noch immer die gleiche Sprache sprechen, und hält unerschütterlich an seinem alten Kurs fest. Er verkündet: Da sich die Deutsche Demokratische Republik an der Westgrenze der sozialistischen Länder in Europa als Wellenbrecher gegen Neonazismus und Chauvinismus bewährt. Wie die Sowjetunion, die uns befreit hat, wird die Deutsche Demokratische Republik zum Jahr 2000 diese Schwelle mit der Gewissheit überschreiten, dass nur dem Sozialismus die Zukunft gehört. Und das alles nur, weil wir friedlich demonstrieren. Wir wollen nichts Schreckliches. Wir wollen eigentlich was Gutes. Я думаю, опасности только подстерегают тех, кто не реагирует на жизнь. Ich glaube, Gefahren warten nur auf jene, die nicht auf das Leben reagieren. А тот, кто воспринимает импульсы жизни, общества и трансформирует их в соответствующую политику, того трудности не должны пугать. Это нормально. Спасибо, до свидания. Die Bilder vom Abflug Michail Gorbatschows aus Berlin sind das Letzte, was die Welt von ihm zu sehen bekommt. Sein weiteres Schicksal verliert sich im Dunkel der Geschichte. Hier ist der deutsche Dienst von Radio Moskau. Nach seiner Rückkehr von den Feierlichkeiten in Berlin ist Generalsekretär Gorbatschow aus gesundheitlichen Gründen von seinen Ämtern zurückgetreten.
In Übereinstimmung mit den Wünschen des Genossen Gorbatschow hat ein Notstandsplenum des Zentralkomitees dem Genossengeneral Wladimir Soschkin die Partei und Staatsführung übertragen. Herr Präsident, wer hat jetzt die Macht in Moskau? Was steckt hinter dem Putsch? We don't know that. Wir wissen es nicht. Offenbar sind einige Hardliner über das Tempo der Reformen besorgt, über den Machtverlust der kommunistischen Partei. Ich glaube, sie sind besorgt über die sowjetische Wirtschaft. Ich habe immer wieder gesagt, wir wollen keinen Putsch des KGB und des Militärs. Offenbar jedoch geschieht jetzt genau das. Die Straßenkämpfe in Moskau dauern schon die ganze Nacht über an. Gegner des Umsturzes setzen sich mit dem Mut der Verzweiflung zur Wehr, bewaffnet nur mit Steinen und Molotow-Cocktails. Doch der Armee und den Truppen des Innenministeriums sind sie hoffnungslos unterlegen. Die Zahl der Toten und Verwundeten ist gegenwärtig nicht bekannt, doch die Krankenhäuser melden Hunderte von Notfällen. Bei Tagesanbruch hat die Armee die Stadt unter Kontrolle. Nur im Untergrund regt sich noch Protest. Das Schicksal des sowjetischen Volkes liegt nun in den Händen eines Mannes. General Wladimir Soschkin, zuletzt sowjetischer Innenminister. Am 10. Oktober 1989 gibt Bundeskanzler Kohl eine Erklärung ab, die auch auf das ungewisse Schicksal Gorbatschows abzielt. Wir erwarten, und ich will das persönlich sehr unterstreichen, dass die persönliche Unversehrtheit Michail Gorbatschows garantiert wird. Sehen Sie, für uns war das nicht einfach irgendein politisches Problem. Hier ging es um unser nationales Überleben. Generationen unseres Volkes hatten immense Opfer gebracht, um aus der sowjetischen Heimat eine Weltmacht zu machen. Und nun sollten wir plötzlich zusehen, wie der blauäugige Genosse Gorbatschow unser Land zielstrebig gegen die Wand fuhr. Bedauere, das war die Lage. Er hatte sich sein Schicksal selbst zuzuschreiben. Berichterstatter aus der ganzen Welt drängen sich hier, um die neue sowjetische Führung zum ersten Mal in Augenschein zu nehmen. General Soschkin nimmt soeben Platz, um eine Erklärung abzugeben. Genossen, meine Damen und Herren, unsere Maßnahmen der letzten Tage, um deren Opfer wir aufrichtig trauern, sind durchgeführt worden, um schweren Schaden von der Sowjetunion abzuwenden. Die Krise wurde herbeigeführt durch unverantwortliche Taten von Revisionisten und Verrätern, sogar innerhalb der höchsten Ebene des Partei- und Staatsapparates. Die antisozialistischen Umtriebe, die durch Subversion des imperialistischen Auslands provoziert wurden, können nicht länger geduldet werden. Wir möchten unsere sozialistischen Bruderländer im Bündnis des Warschauer Vertrages ermutigen, alle nötigen Maßnahmen zu ergreifen, um Frieden und Ruhe wiederherzustellen. Das ist alles. Leider sind jetzt die Hardliner an der Macht. Das ist schlecht für das sowjetische Volk, das ist schlecht für unsere gegenseitigen Beziehungen und ich glaube, das ist schlecht für die ganze Welt. Wir fordern, dass die europäischen Nachbarn, unsere osteuropäischen Nachbarn und die westlichen Nachbarn der Sowjetunion ungehindert und unversehrt ihre demokratische Entwicklung fortsetzen können. Die Informationen der CIA über General Soschkin waren beunruhigend, gelinde gesagt. Er repräsentierte das, was wir die alte Garde nannten. Diese Burschen hatten ihr Leben dem Aufbau der Sowjetunion gewidmet. Sie waren nicht gerade in der Stimmung für McDonald's oder MTV, ganz zu schweigen von einer Öffnung des Eisernen Vorhangs. Ich habe dem Präsidenten vorgetragen, was wir damals über Soschkin wussten. Der Legende nach war er unter den Soldaten, die am Ende des Zweiten Weltkriegs die sowjetische Flagge auf dem Berliner Reichstag hissten. Wenigstens erzählt er das gerne von sich. Zunächst blieb er bei den sowjetischen Besatzungstruppen in Ost-Berlin und offenbar war er auch an der Niederschlagung des Arbeiteraufstands vom 17. Juni 1953 beteiligt, wo eine Menge anständige Leute zusammengeschossen wurden.
Er war übrigens nie verheiratet, soweit wir wissen. Über sein Privatleben ist allerdings wenig bekannt. Nun, Soschkin erlangte 68 eine gewisse Berühmtheit bei der Niederschlagung des Prager Frühlings, wo er eine besonders rücksichtslose Panzerdivision kommandierte. Solche Einsätze waren inzwischen seine Spezialität geworden, könnte man sagen. Sein Bild war sogar auf der Titelseite von Life. Nicht sehr schmeichelhaft übrigens, das Porträt. Die CIA hat seine Karriere seitdem im Auge behalten. Irgendwann, um 1982, wurde Soschkin Mitglied des Politbüros und Chef des Innenministeriums, wo er anscheinend ein paar besonders verrückte Ideen verfolgt hat, die damals dort kursierten. Zum Beispiel diesen ganzen Unsinn, dass es einen britisch-amerikanischen Geheimplan gäbe, die UdSSR zu zerstören. Meine Güte. Ich hatte den Eindruck, dass dieser Bursche, der nun seinen Finger am atomaren Abzug hatte, nicht unbedingt immer voll zurechnungsfähig ist. Der Präsident saß nur da und wurde während meines Vortrags immer ärgerlicher. Tja, schlechte Nachrichten hört niemand gern. Die Staats- und Parteichefs des Warschauer Paktes hatten heute in Moskau zum ersten Mal Gelegenheit, sich einen persönlichen Eindruck von General Soschkin zu machen. Er ließ sie eine Stunde warten und wollte sich nicht mit ihnen fotografieren lassen. Eine Sensation am Rande: die Abwesenheit des ungarischen Reformkommunisten Károly Gross. Es sei unter anderem über die Ereignisse auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking gesprochen worden, hieß es, über die brutale Niederschlagung der dortigen Demokratiebewegung. Besonders Erich Honecker habe sich in emphatischer Zustimmung über die chinesische Lösung geäußert. Überall in Osteuropa wird die Bürgerrechtsbewegung jetzt brutal verfolgt. Je mehr die kommunistischen Regimes politisch und moralisch am Ende sind, desto offener greifen sie zur Gewalt. Ob in Warschau oder Bukarest, überall wird Soschkins Befehl zum Durchgreifen befolgt. Auch in Ost-Berlin. Die greisen Machthaber bangen ums Überleben. Feinde! 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 Von heute aus im Rückblick, da kann ich nur sagen, hätten wir doch eine andere Lösung gefunden. Aber den Sozialismus zu verteidigen, war unser Auftrag. Wir waren ja schließlich vereidigt. Viele unserer Kameraden hatten leider nicht die Nerven für den unappetitlichen Teil dieses Auftrages. Aber wenn der Westen nicht so viel Druck ausgeübt hätte, wären wir mit dem Problem schon selbst fertig geworden. Die Menschen in der DDR haben ein Recht auf freie Meinungsäußerung, auf eine freie Presse, auf freie Bildung von Gewerkschaften, auf freie Gründung von unabhängigen Parteien, auf freie, gleiche und geheime Wahlen. In der ganzen DDR werden Dissidenten gejagt. Der bloße Verdacht staatsfeindlicher Aktivitäten reicht aus für Verhaftungen von der Straße weg. Sogar die Parteiführung wird jetzt gesäubert. Egon Krenz, zuvor als Nachfolger Erich Honeckers gehandelt, soll sich wegen einer Magenoperation in Moskau aufhalten. Hans Modrow, SED-Bezirkssekretär von Dresden, wurde als Botschafter in die Mongolei geschickt. Und Politbüro-Mitglied Günter Schabowski, der sich zu Gorbatschow bekannt hat, wurde Gerüchten zufolge wegen Hochverrats angeklagt und zum Tode verurteilt. Bundeskanzler Kohl ist heute Abend zu Gesprächen mit Präsident Bush in Washington eingetroffen. Angesichts der dramatischen Entwicklung in der DDR wird erwartet, dass Kohl auf eine Verstärkung der amerikanischen Militärpräsenz in der Bundesrepublik drängen wird. Insbesondere für den Fall einer weiteren Eskalation. Ich will überhaupt keine militärische Konfrontation herbeireden. Das will niemand. Und ich hoffe, auch die Sowjetunion nicht. Jetzt ist nicht die Zeit für militärische Drohungen, für Muskelspiele. Jetzt ist Diplomatie gefragt, Prinzipientreue und Unterstützung der Reformkräfte. Wer hat eine Frage für Bundeskanzler Kohl? Herr Bundeskanzler, was sind Ihre Maßnahmen, um die Sowjets von einer Intervention in der DDR abzuhalten? Den Verantwortlichen klarzumachen, dass eine weitere Eskalation der Gewalt, insbesondere der Einsatz der Truppen und Streitkräfte der Zentralarmee, katastrophale Folgen haben.
Wenn das Haus Ihres Nachbarn brennt, dann werden Sie ihm löschen helfen, nicht wahr? Denn sonst könnte am Ende auch Ihr eigenes Haus in Flammen aufgehen. Daran ist nichts Ungewöhnliches oder Verdächtiges. Das ist einfach geradlinige Logik. In solchen Momenten muss man einfach handeln. Gegen 21 Uhr am 2. November wurde ich ins Weiße Haus gerufen. Der sowjetische Botschafter kam mit einem dringenden Brief für den Präsidenten und er war angewiesen, ihn persönlich zu übergeben. Er begann mit der Erklärung, dass die sowjetische Armee genau in diesem Moment anfange, die Ordnung in der DDR wiederherzustellen. Dies geschehe, sagte er, auf Bitten der DDR-Regierung. Es sei eine innere Angelegenheit, die den Westen nicht betreffe. Greco fügte hinzu, und ich werde das nie vergessen, dass die Sowjetunion uns weiterhin freien Zugang nach West-Berlin gewähren werde. Nun, damit hatte er ziemlich offen gesagt, dass uns der freie Zugang nach West-Berlin ab sofort von der Sowjetunion großzügig gewährt wurde, dass er also nicht mehr unser gottgegebenes Recht war. Ich weiß noch, wie Jim Baker sich zu mir herüberlehnte und sagte, Martin, das wird ein verdammt kalter Winter. Die Sowjetarmee marschiert und die Hoffnung der Ostdeutschen auf Reformen schwindet dahin. Die Soldaten sind unerfahren und verängstigt. Je unsicherer sie sind, desto härter gehen sie vor. In Leipzig wird auf friedliche Demonstranten geschossen. Ein Amateurvideo des Massakers kann in den Westen geschmuggelt werden. Bilder, die die Welt erschüttern. Wir wussten alle, dass in den Seitenstraßen russische Soldaten standen, Gewehr bei Fuß. Wir haben uns irgendwie doch darauf verlassen, dass die nicht schießen werden. Naja, das war ziemlich naiv, also wenn man es von heute aus sieht. Wie viele dann wirklich erschossen worden sind, das weiß man ja bis heute nicht. Aber einige davon habe ich selbst gekannt. Da war zum Beispiel eine junge Frau, die kam zu den Montagsdemos immer mit ihrem Kinderwagen. Also sowas merkt man sich, das vergisst man nicht so leicht. Wollen Sie, dass diese Frauen und Kinder einem mörderischen Diktator ausgeliefert sind? Dass wir noch mehr solche Szenen zu sehen bekommen und der Westen tut nichts? Das ist Europas unwürdig, des Westens und der USA unwürdig. Vielleicht können diese Bilder dazu beitragen, dass endlich wirkungsvoll gehandelt wird. Ja, meine ganzen Hoffnungen auf friedliche Reformen, die gingen dabei im Bach runter, ne? Also, die waren geplatzt aus der Traum. Und das Einzige, was wir noch fühlten, das war ohnmächtige Wut in der ganzen DDR. Hilflosigkeit. Wir sind ein Volk! Wir sind ein Volk! Am späten Nachmittag versuchen Zehntausende Ostberliner zum Brandenburger Tor durchzukommen. Die Staatsmacht reagiert nervös. Bitte verlassen Sie den Platz in dieser Richtung. Befürchten Sie, dass es hier härtere Auseinandersetzungen gibt? Nein, das weiß ich nicht. Aber es hat sich auf jeden Fall etwas verspätet. Ich bitte Sie sofort hier zu verlassen. Bitte verlassen Sie den Platz. Vor wenigen Minuten sind hier Tausende von Westberlinern auf die Mauer geklettert und beschimpfen die DDR-Grenze. Zum ersten Mal seit Jahrzehnten ertönt in Westberlin offen der Ruf nach Wiedervereinigung. Der Ruf, die Mauer muss weg. Auf der Ostseite sind schwer bewaffnete Grenzsoldaten und Phobos aufmarschiert. Sie geraten zwischen die Fronten. Zwischen die Ostberliner, die nach Westen drängen, um über die Mauer zu kommen, und die Westberliner auf der Mauer. Es dauert nur Minuten, bis der erste DDR-Grenzer die Nerven verliert.
Meine Damen und Herren, wir unterbrechen unser Programm für eine aktuelle Meldung. Wir erfahren soeben, dass die Krise in der DDR sich dramatisch zuspitzt. DDR-Grenztruppen haben heute Abend am Brandenburger Tor 23 Menschen erschossen. Es waren 23 junge Leute aus Ost- und West-Berlin, die an der Mauer demonstrierten. Unter den Toten ist auch unser Kollege Matthias Hedecke, der als Kameramann die Vorgänge gefilmt hat. Weitere Einzelheiten haben wir noch nicht. Die Tragweite dieses Zwischenfalls ist im Augenblick noch gar nicht abzuschätzen. Zum ersten Mal in der Geschichte der Grenze quer durch Deutschland haben ostdeutsche Truppen in den Westen hineingeschossen. Wir melden uns wieder, wenn wir mehr wissen. Die Lage ist polizeilich hier nicht einfach, denn wie Sie sehen, ist die Situation recht gespannt. Wir müssen jetzt auf jeden Fall alles tun, damit sowas wie letzte Nacht nicht nochmal passiert. Also eine Eskalation und die unkalkulierbaren Folgen, die müssen wir abwenden. Ja, wir waren mit unserem Rettungswagen mit als Erste am Brandenburger Tor. Die müssen völlig wahllos über die Mauer geschossen haben. Gesichtsverletzungen, Bauchschüsse. Ich sehe da noch so einen jungen Mann vor mir, der seiner blutenden Freundin das Bein abgebunden hat, trotzdem er selber einen Streifschuss an der Schulter hatte. Wir Ärzte in Berlin hatten ja damals sehr wenig Erfahrung mit Schusswunden, weil es aufgrund der alliierten Bestimmungen kaum Waffen in Berlin gab. Am 30. November 1989 unterbricht die DDR den gesamten Reiseverkehr von und nach der Bundesrepublik. Auch der Telefonverkehr zwischen den beiden deutschen Staaten wird eingestellt. Gleichzeitig sind alle Visa für westliche Journalisten aufgehoben. Guten Tag, meine Herren. Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass Ihre Akkreditierung abgelaufen ist. Sollten Sie irgendwelche Probleme haben, wenden Sie sich an das Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten. Ich fordere Sie auf, Ihre Tätigkeit sofort hier einzustellen und mit Ihren Kassetten davonzufahren. Haben Sie das verstanden? Was da im Osten vorging, hat uns alle ziemlich bestürzt. Wir konnten nicht einfach wegsehen wie damals in der Tschechoslowakei oder 56 in Ungarn. Jeden Abend diese Horrorszenen im Fernsehen. Das hat uns schmerzlich bewusst gemacht, dass wir Deutsche sind. Gleichzeitig war natürlich klar, dass wir da als Deutsche nicht vorne wegmarschieren konnten. Innerhalb weniger Stunden nach den Schüssen an der Mauer werden über 2000 alliierte Soldaten aus ihren Stützpunkten in der Bundesrepublik nach Berlin-Tempelhof eingeflogen. Am 13. Dezember 1989 trifft US-Außenminister James Baker Bundeskanzler Kohl in West-Berlin. Die Begegnung soll einen neuen Dialog mit dem Osten vorbereiten. Einen Tag später fährt General Dmitri Leonow, Befehlshaber der sowjetischen Streitkräfte in der DDR, über den Checkpoint Charlie in den Westen. Auch er will James Baker treffen, zu einem strikt geheim gehaltenen Gespräch. This was my idea, I'm sorry to say. Ich muss leider zugeben, das war meine Idee. Uns lagen Geheimdienstberichte vor, nach denen Leonow über die Befehle aus Moskau nicht gerade glücklich war. Ich dachte, laden wir ihn zu einer kleinen Plauderei ein. Das ist bestimmt kein Fehler. Wäre es auch nicht gewesen, wenn diese Schwachköpfe nicht gemeint hätten, sie müssten Rambo spielen. Hier in Berlin-Dahlem, nur wenige hundert Meter vom militärischen Hauptquartier der Amerikaner entfernt, ist heute Abend eine Autobombe explodiert. Unter den Todesopfern ist der Oberbefehlshaber der sowjetischen Streitkräfte in Deutschland, General Dmitri Leonow, der sich hier zu einem Routinebesuch aufhielt. Nach offiziellen Angaben hat eine rechtsextremistische Terrororganisation die Verantwortung für den Mordanschlag übernommen. Dieser jüngste Gewalttakt nährt die Befürchtungen, dass die Berlin-Krise außer Kontrolle geraten könnte. Ein Ende ist jedenfalls nicht in Sicht. Wladimir Soschkin, Moskaus neuer starker Mann, wird heute sein erstes Interview geben. Die blutigen Ereignisse in Deutschland haben ihn offenbar dazu veranlasst, nachdem er schon 2,5 Monate im Amt ist. Der sowjetische Außenminister Rubanow warf den westlichen Medien vor, dass sie, so wörtlich, die unruhige Lage in Ost-Berlin weiter anheizten.
Herr General, wie erklären Sie sich die jüngsten Gewaltausbrüche, besonders in Berlin? Ich will offen mit Ihnen sprechen, Herr Sager. Wir haben in den letzten Jahren eine gewisse Instabilität erlebt, ausgehend von sogenannten Reformen, die mein Vorgänger initiiert hat. Diese Instabilität, von der ich spreche, wurde von westlichen Geheimdiensten und Presseorganen ausgeschlachtet, um den Sozialismus zu diskreditieren. Wir haben entschiedene Maßnahmen ergriffen, um diese Versuche zu bekämpfen. So einfach ist das. Denn das Wiederaufleben von faschistischen oder, wenn Sie wollen, neonazistischen Tendenzen in Westdeutschland beunruhigt die friedliebenden Menschen in der ganzen Welt. Ein klarer Beweis dafür ist die brutale Ermordung von General Leonow, während er sich auf einer Friedensmission zum amerikanischen Außenminister befand. Ich denke, wir alle können zustimmen, dass diese Entwicklung gleichermaßen eine Bedrohung für Ost und West darstellt. Herr General, im Kreml hat man es sich zur Gewohnheit gemacht, den Westen für alles in der Welt verantwortlich zu machen. Glauben Sie wirklich, dass der Westen verantwortlich ist für die Unruhen in Osteuropa? Ganz so einfach ist es nicht. Aber eins ist doch klar. Die Westsektoren von Berlin sind als Vorposten für Aggression und Subversion des Westens gegen unsere sozialistischen Bruderländer missbraucht worden. Herr Sager, die Zeit ist gekommen, eine befriedigende Lösung für die Teilung Berlins zu finden. Sie müssen nur eine Landkarte ansehen, um zu sehen, dass diese Situation nicht ewig so bleiben kann. Sobald wir diese Lösung gefunden haben, können Sie ungestört Ihr Leben führen und wir das unsere. Dann kommen wir zu dauerhafter Stabilität und friedlicher Koexistenz bis ins nächste Jahrtausend hinein. In der Bundesrepublik wird eine Einheit Pershing II Raketen in Alarmbereitschaft versetzt. Nur Stunden nach den Äußerungen Soschkins, die als Bedrohung West-Berlins verstanden werden. Irgendein verdammter Idiot, ich weiß seinen Namen nicht mehr, es war ein amerikanischer Oberst, aber vielleicht ein bisschen übereifrig. Er hat übrigens seine Vollmachten durchaus nicht überschritten. Diese Art von Alarmbereitschaft war an und für sich gar nichts Besonderes. Nur unter diesen Umständen, da war das schon ziemlich unklug. Die Sowjets fangen die Meldung vom Pershing-2-Alarm auf und reagieren sofort. 48 U-Boote der Nordmeerflotte laufen von ihrer Basis Severomorsk auf der Kolahalbinsel in den Nordatlantik aus. Es ist die größte U-Boot-Operation seit dem Zweiten Weltkrieg. Mich hat es nicht überrascht, dass die Amerikaner wie Cowboys reagieren, wenn man ihnen ein Kompromissangebot macht. Nun gut, aber wir wollten dabei nicht die Indianer spielen. Die britische Marine überwacht die sowjetische U-Boot-Operation mit elektronischen Horchgeräten. Aufspüren, melden, folgen. Die NATO ist zu einer abwartenden Haltung verdammt. Um das zu ändern, kommen die Regierungschefs der NATO Anfang Januar 1990 in Brüssel zu einem Gipfeltreffen zusammen. Sie fürchten eine militärische Eskalation. Und sie wissen, die Achillesferse des Westens heißt Berlin. Wir haben nicht gerade eine geschlossene Front präsentiert. Wie Sie wissen, war die Verteidigung West-Berlins nicht Sache der NATO und schon gar nicht Sache der Bundeswehr. Nur Amerikaner, Briten und Franzosen konnten hier etwas unternehmen. Die anderen Mitglieder der Allianz blieben reserviert. Sie wollten die Sowjetunion auf keinen Fall provozieren. Good morning,
Meine Damen und Herren, es ist aufs Neue eine große Ehre für mich, die Staats- und Regierungschefs im NATO-Hauptquartier zu begrüßen. Zum ersten Mal in der langen Geschichte der NATO werden zwei solche Gipfeltreffen innerhalb von 12 Monaten abgehalten. Wir haben uns nicht mit Ruhm bekleckert, trotz der schönen Politikerworte über unsere Einmütigkeit. Ladies and gentlemen, the President of the United States. Ich nehme gern einige Fragen entgegen. Herr Präsident, können Sie sich vorstellen, dass die Sowjetunion, dass Soschkin einen Angriff auf das Territorium der NATO plant? Ich kann nicht voraussagen, was er tun wird. Aber ich kann Ihnen sagen, dass wir weiterhin unsere Streitkräfte bereithalten und uns auf jede Eventualität vorbereiten. Über 5000 amerikanische, britische und französische Soldaten treffen täglich in der Bundesrepublik ein. Nach offiziellen Angaben ein rein defensiver Schritt, aber die Größenordnung des Aufmarsches lässt das Schlimmste befürchten. In West-Berlin sind inzwischen 14.000 Mann stationiert. Militärisch ist es fast unmöglich, die Inselstadt zu verteidigen. Sie ist von einer erdrückenden Übermacht sowjetischer und ostdeutscher Truppen umstellt. Der Westen sieht sich gezwungen, Entschlossenheit zu zeigen. Im Kreml beruft Soschkin eilig sein Notstandskomitee ein. In den Augen der Moskauer Militärs darf es auf keinen Fall ohne Antwort bleiben, wenn der Westen seine Militärpräsenz in Deutschland verstärkt. Uns wurden zahlreiche Pläne für die Verteidigung Europas vorgetragen, die von unseren Streitkräften fast 30 Jahre lang erarbeitet und eingeübt worden waren. Einer davon hatte es General Soschkin besonders angetan. Es war ein Präventivplan, der die NATO von einer Intervention in unserem Einflussgebiet abhalten sollte. Er trug die Codebezeichnung Operation Grom, also Operation Donnerschlag. Ich muss Ihnen sagen, ich war von der Dimension dieses Plans ziemlich schockiert. Wir sagen, wendet keine Gewalt an. Haltet euch an eure eigenen Forderungen. Dialog, Verhandlung, aber keine Gewalt. Denn es steht viel auf dem Spiel für die amerikanisch-sowjetischen Beziehungen. Die Sowjets lassen Panzer rollen. Erste Stufe ihrer Taktik, sie sichern sich ein Faustpfand. Vier Divisionen mit 800 Panzern nehmen West-Berlin als Geisel. Schlagartig wird die politische Landkarte verändert. Binnen einer Stunde werden sämtliche Verkehrswege abgeschnitten. Moskau gibt den Rechtsbruch als Notwehr aus. West-Berlin sei als Operationsbasis missbraucht worden für Subversion und Terrorismus. Die Stadt wird abgeriegelt. Eine neue Blockade. Luftbrücke wie 1948 ist unmöglich. Auch die Korridore für den Flugverkehr werden gesperrt. Die NATO kann das nicht verhindern, nur beobachten. Avex-Aufklärer registrieren jeden Schritt der Sowjets unter NVA. Entschuldigung. Was halten Sie von der Blockade? Ja, das Komische ist irgendwie, dass einem total alles normal vorkommt. Aber ich denke, dass alle hoffen, dass dieser Spuk in ein paar Tagen vorbei ist. Hoffe ich. Ich habe vor diesen Schweinehunden keine Angst. Wir schaffen das schon. Ich bin eigentlich kein Fan von den Amis. Ich sag's nicht gern, aber jetzt scheint die unsere einzige Hoffnung zu sein. Of course our hearts. Natürlich sind wir mit dem Herzen bei den Eingeschlossenen. Aber an unserer Politik lassen wir uns nicht beirren. Amerika und die ganze Welt werden sich von dieser skrupellosen Politik nicht erpressen lassen. Der Prime Minister.
Ich sage das mit der ganzen verfassungsmäßigen Autorität. Ich habe meine Position klar gemacht und ich habe dem nichts hinzuzufügen. Wir werden uns unseren Handlungsspielraum nicht einengen lassen. Dieser Mann muss gestoppt werden und wir werden nicht ruhen, bis er gestoppt ist. And we shall persevere until he is. Großbritannien macht als erstes NATO-Land mobil. Per Schiff und auch mit Flugzeugen werden Truppen und Material nach Deutschland verlegt. Draft 2815, it's going to Germany. That's at 2 o'clock tomorrow. Den Briten kommt mit einem Mal der Ernst der Lage zu Bewusstsein. Warum setzen Sie sich nicht an einen Tisch und einigen sich? Sie wissen doch, dass da Leute sitzen, die den Finger schon auf dem Knopf haben. Also einigt euch gefälligst. Das ist doch Wahnsinn, was Thatcher da macht. Gegen die Argentinier auf den Falklands, das war eine Sache. Aber gegen die Sowjets, das ist was völlig anderes. Den Engländern in ihren Wohnstuben erklärt das Fernsehen, wie sie sich gegen die Auswirkungen eines möglichen Atomkriegs schützen können. A nuclear explosion produces intense heat. This can get through unprotected windows and set fire to things in your home. Ganz Westeuropa erlebt einen Ansturm aufgebrachter Demonstranten gegen militärische Einrichtungen. Menschen in Europa sind auf einen Krieg nicht vorbereitet. Schon gar nicht die Deutschen. Tausende von Pazifisten belagern Bundeswehrkasernen. Die New Yorker Börse hat heute den schwersten Kurseinbruch ihrer Geschichte erlebt. Panik herrscht an den Finanzmärkten der ganzen Welt. Überall stürzen die Kurse. An der amerikanischen Ostküste wird ein gewaltiger Konvoi für die Fahrt über den Atlantik bereitgemacht. Er soll die NATO-Kräfte in Westeuropa verstärken. Denn die sind den Armeen des Warschauer Paktes sonst hoffnungslos unterlegen, wenn es hart auf hart kommen sollte. Während der amerikanische Konvoi in See sticht, gibt der sowjetische Außenminister Rubanow eine aufsehenerregende Pressekonferenz. Als Antwort auf die beispiellose, bedrohliche Verstärkung der amerikanischen Militärpräsenz sieht sich die UdSSR gezwungen, folgende Maßnahmen zu ergreifen, um Frieden und Stabilität in Europa zu sichern. Unsere Seestreitkräfte bereiten gegenwärtig eine 1300 Quadratkilometer große Sperrzone vor, in der jeder Schiffsverkehr unterbunden wird. Jeder Versuch, diese Entscheidung zu missachten, wird als kriegerischer Akt gewertet. Unsere Streitkräfte sind entsprechend vorbereitet. Zwischen der amerikanischen und der sowjetischen Armada im Nordatlantik herrscht gespannte Ruhe vor dem Sturm. Die Sowjets haben angekündigt, dass sie jedes Schiff angreifen werden, das in ihre selbstdefinierte Sperrzone eindringt. Letzte diplomatische Kontakte zwischen Washington und Moskau sind ergebnislos abgebrochen worden. Man kann nur hoffen, dass das Aufeinandertreffen der waffenstarrenden Flotten nicht den Auftakt für einen Krieg darstellt. Der NATO-Konvoi kommt der Sperrzone immer näher. Alles hängt jetzt von den Entscheidungen ab, die im Kreml und im Weißen Haus gefällt werden. Wir standen im Grunde vor folgender Alternative. Hätten wir den Konvoi zurückgepfiffen, dann hätten wir die Grundprinzipien der NATO zur Disposition gestellt und Europa der Willkür von Soschkin und seinesgleichen ausgeliefert. Wenn wir andererseits unseren Kurs beibehielten, dann riskierten wir einen gottverdammten Krieg. Berücksichtigt man die Umstände zu jener Zeit, dann glaube ich auch heute noch, dass der Präsident richtig entschieden hat. Wir haben es hier mit einer Neuausgabe von Hitler zu tun. Ein Totalitarismus, nackte Brutalität, wie sie ohne Beispiel ist. Das ist unerträglich. Wir können nicht über Kompromisse sprechen, wenn in diesem Augenblick so etwas vor sich geht. Die Sowjets meinen es ernst. Im Morgengrauen werden die Schiffe gefechtsklar gemacht.
Mitten im Atlantik, 14 Grad westlicher Länge, 62 Grad nördlicher Breite, fällt der erste Schuss des Dritten Weltkriegs. Ein sowjetischer Torpedo auf dem Weg zu seinem Ziel. 7.34 Uhr Ortszeit. In kürzester Zeit wird ein Viertel der Schiffe des NATO-Flottenverbandes außer Gefecht gesetzt. Verzweifelt bemühen sich Rettungsmannschaften, die Überlebenden zu bergen. Dann beginnt der Gegenangriff der Amerikaner und Briten. Sie richten ihre ganze hochtechnisierte Feuerkraft gegen die sowjetische Nordmeerflotte. Intelligente Lenkwaffensysteme, die selbstständig den Weg ins Ziel finden. Von 8 amerikanischen Flugzeugträgern starten in schneller Folge die Kampfflieger. Sowjetischer Seite stehen neben zahlreichen U-Booten 50 Überwasserschiffe im Kampf, darunter 2 Flugzeugträger. Am Abend der Nebel aufs Meer legt, hat die NATO schwere Verluste hinnehmen müssen. Aber das Ziel ist erreicht. Der lebenswichtige Nachschubweg über den Atlantik ist frei. Vor dem UNO-Gebäude hat sich eine große Zahl von Friedensdemonstranten versammelt. Sie verbrennen amerikanische Fahnen und eine Puppe, die Präsident George Bush darstellen soll. Während die Protestler hier draußen im amerikanischen Präsidenten eine Gefahr für den Frieden sehen, tritt drinnen der Sicherheitsrat zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen. Meine Herren Kollegen, dies ist ein Wendepunkt der Geschichte. Wenn die Provokation siegt, wird es keinen Frieden geben, sondern nur die Aussicht auf neue Konflikte und einen weit ausgedehnteren Krieg. Wie ich schon sagte, wir müssen uns an die Lehren der 30er Jahre erinnern. Aggression darf nicht belohnt werden. Und nun erteile ich das Wort dem Minister für Auswärtige Angelegenheiten der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken. Господин председатель, господа члены Совета безопасности. Herr Vorsitzender, Mitglieder des Sicherheitsrates, die fortgesetzte Mobilmachung von NATO-Kräften in Westdeutschland ist eine bewusste und direkte Provokation gegen Frieden und Sicherheit in Europa. Die Sowjetunion kann nicht untätig zusehen, wie unsere Sicherheit und die unserer Verbündeten im Warschauer Vertrag bedroht wird. Die Ereignisse der letzten 24 Stunden sollten deutlich machen, dass wir keinen neuen Weltkrieg anstreben, dass wir aber vor der Schlacht nicht zurückschrecken, wenn sie uns aufgezwungen wird. Ich möchte den Herrn Außenminister der Vereinigten Staaten von Amerika daran erinnern, dass die Geschichte mit allen, die in der Vergangenheit Krieg gegen uns geführt haben, streng verfahren ist. Mitglieder des Sicherheitsrates, wir stehen am Scheideweg. Wir suchen weiter nach einer diplomatischen Lösung. Sie können sich für den Frieden entscheiden, indem Sie den Willen der internationalen Gemeinschaft respektieren. Tun Sie es nicht, so setzen Sie alles aufs Spiel. Sie haben die Wahl. Die Sitzung ist vertagt.
Die folgenden Tage sehen einen beispiellosen sowjetischen Aufmarsch. Pausenlos werden Soldaten und Material nach Deutschland geflogen. Zusätzlich zu den 400.000 Mann, die schon in der DDR stationiert sind. Außerdem wird auf dem Schienenweg quer durch Polen schweres Gerät nach Westen verlegt. Es ist 8 Uhr. Vom Deutschlandfunk hören Sie Nachrichten. Seit heute früh treffen in Bremerhaven Militärtransporte aus den Vereinigten Staaten ein. Bundeskanzler Kohl sprach in Bonn von einem Erfolg der amerikanischen Marine. Er warnte die Sowjetunion vor weiteren aggressiven Schritten. Hamburg beginnt, wie andere westdeutsche Großstädte, sich auf den Ernstfall vorzubereiten. Die wenigen Luftschutzbunker, die es gibt, werden einsatzbereit gemacht. In diesem Augenblick möchte in der Bundesrepublik niemand gerne daran erinnert werden, dass öffentliche Schutzräume im Durchschnitt nur für 3% der Bevölkerung zur Verfügung stehen. Ja, die momentane Lage ist so, dass wir den Bunker fast einsatzbereit haben, dass der Diesel vorgewärmt wird. Die Lüftungsanlage, man hört das schon, sie läuft schon. Ja, die Kollegen gucken jetzt, dass die Zählwerke am Eingang richtig funktionieren, dass sie richtig laufen, wo wir dann sehen können, wie viele Leute wir schon aufgenommen haben. Wir können ungefähr 1500 Leute hier aufnehmen. Wir haben 500 Betten, die wir hier haben, 1000 Plätze zum Sitzen. Und im 8-stündigen Wechsel wird hier geschlafen und gesessen dann. Ne? Und wenn das Zählwerk die entsprechende Menge anzeigt, ca. 1500, dann wird automatisch die Tür am Zählwerk geschlossen und auch der Schleusenstand schließt dann die Schleusen, sodass wir hier hermetisch abgeriegelt sind dann, dass hier auch kein Mensch mehr reinkommt. So sehen sie aus. Millionen solcher Lebensmittelkarten liegen überall in gepanzerten Lagerräumen bereit. Vielleicht brauchen wir sie früher, als uns lieb ist. Die Größe der Rationen hängt von der jeweiligen Versorgungslage ab. Mit Bereitstellungsbescheiden der Kreiswehrersatzämter werden die Lkw-Besitzer aufgefordert, ihre Fahrzeuge deutschen und alliierten Behörden zur Verfügung zu stellen, sobald die Codewörter wie grauer Adler oder lila Pferd bekannt gegeben werden. Die DDR-Medien bringen in diesen Tagen immer wieder Berichte über die Zivilverteidigung. Seit Jahren verteidigt das Kollektiv mit Erfolg die höchste Stufe der Einsatzbereitschaft. Eben deshalb werden wir in unserer Zivilverteidigung, das war doch bloß Propaganda. Ich habe doch selbst also bei der ZV mitgemacht. Bunker gab es noch für die Bonzen, schon weil das Baumaterial knapp war. Na, und dann hatten wir also ständig irgendwelche Übungen. Sind dann mit Geigerzählern durch die Gegend gerannt und haben Wasser in Seuchen geübt, ja und so weiter. Also ich fand das damals ganz schön makaber, irgendwie. Ich wurde nach Moskau geschickt, um zu sehen, ob wir das nicht geregelt bekommen, solange wir noch etwas in der Hand haben. Wir waren bereit, die Sowjets bei einem geordneten Rückzug aus Osteuropa zu unterstützen. Ebenso wollten wir uns auf einen sehr lang gestreckten Fahrplan für eine eventuelle Wiedervereinigung Deutschlands einlassen. Ich meine, es war doch nicht mehr zu bestreiten, dass der Spaß für die Sowjets in Osteuropa vorbei war. Was wir anboten, bestand darin, das Unvermeidliche so schmerzlos wie möglich abzuwickeln für alle Beteiligten. Das war mein Angebot, mit dem ich in die Höhle des Löwen geleitet wurde. Man führte mich durch eine Art Hintereingang und endlich stand ich also dem Mann von Angesicht zu Angesicht gegenüber. Ich war ja dabei bei diesem Spektakel. Jacobs trat wie ein gerissener amerikanischer Geschäftsmann auf und nicht wie ein Diplomat. Und es war ihm völlig klar, dass uns das nicht interessierte, was er uns verkaufen wollte. General Soschkin hatte für diesen arroganten amerikanischen Vorschlag nur ein Wort übrig. Нет. That's about all I remember him saying during the. Er hat immer nur ein Wort gesagt. Нет. Нет. Es war wie im Film, hoffnungslos. It was hopeless.
Bundestag und Bundesrat haben heute mit Zweidrittelmehrheit die Verkündung des Verteidigungszustands beschlossen. Die Kommandogewalt über die Bundeswehr ist damit auf den Bundeskanzler übergegangen. Gemäß den Notstandsgesetzen nach Artikel 115a des Grundgesetzes bekommen Polizei und Bundeswehr erweiterte Befugnisse zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit. Ärzte, Krankenschwestern und Beamte können für Aufgaben des Zivilschutzes zwangsverpflichtet werden. In den nächsten Tagen wird der private Autoverkehr auf den Hauptstraßen und Autobahnen starken Einschränkungen unterworfen sein. Der zivile Luftverkehr wird ab heute 18 Uhr völlig eingestellt. Die Bundesbürger werden aufgefordert, ihr Fernseh- oder Radiogerät eingeschaltet zu lassen. Endlich wachten die in Bonn auf. Nach 6 Wochen Blockade in Berlin gab es ja kaum noch was zu essen. Die Senatsreserven waren aufgebraucht, Trinkwasser und Strom rationiert. Und wir dachten, die in Westdeutschland, die sitzen da warm und trocken. Und damit war es dann wohl auch vorbei. Fast der gesamte zivile Luftverkehr ist heute gestrichen worden, weil die militärischen Flugbewegungen stark zunehmen. Tausende von Fluggästen, die der Krise in Europa entkommen wollten, sind auf den Flughäfen hängen geblieben. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe Verständnis für Angst, die manchen bei uns erfasst. Und dennoch gilt, Frieden um jeden Preis kann und darf es nicht geben. Es ist die Angst ums eigene Überleben, die jetzt Hunderttausende auf die Straße bringt. Bei allen Planungen hatte uns die Möglichkeit eines Krieges zwischen zwei deutschen Armeen natürlich gelinde gesagt immer etwas besorgt gemacht. Der Bruderkrieg. Aber sehen Sie, die DDR war für die meisten unserer jungen Männer genauso fern wie Polen oder Russland. Allerdings ist die Zahl der Kriegsdienstverweigerungen dramatisch angestiegen. Kompanie, vor dem Gebäude antreten! Kompanie! In Linie! Antreten! Befreiter Bade meldet sich wie befohlen. Überall in Deutschland rücken junge Männer in die Kasernen ein. Die Bundeswehr hat jetzt fast 1,3 Millionen Mann unter Waffen. Seit die Mobilmachung in vollem Gange ist, gleicht die Bundesrepublik mehr und mehr einem Heerlager. So wie in dem Dorf Mödlareuth, das vom Eisernen Vorhang in der Mitte durchschnitten wird, sieht es in vielen Ortschaften an der innerdeutschen Grenze aus. Die ständigen Alarmübungen sind für die Zivilbevölkerung eine schwere Belastung. Britische und amerikanische Militäreinheiten sind hier in Niedersachsen unmittelbar an der innerdeutschen Grenze aufmarschiert. Es ist eine eindrucksvolle Demonstration militärischer Stärke. Falls grünes Licht aus Washington kommt für einen Vorstoß zur Befreiung Westberlins, werden diese Panzertruppen hier die ersten sein, die Feindberührung haben. Noch hoffen und beten hier alle, dass letzte deutsch-deutsche Gespräche doch noch zu einer diplomatischen Lösung führen. Da die Berlin-Blockade aber schon in die 5. Woche geht und Soschkin sich weiter kompromisslos zeigt, wird eine militärische Lösung von Tag zu Tag wahrscheinlicher. Der Kreml hat Fakten geschaffen. Mehr als 1 Million Soldaten stehen in der DDR. Berlin ist blockiert. Auch der Westen hat mobil gemacht. Einlenken oder losschlagen. Soschkin muss sich jetzt entscheiden. Ich war allein mit Soschkin in seinem Büro. Er sah mich an und sagte, ein großer Sturm bricht los. Dann ging er zum Fenster und starrte eine Weile hinaus. Ich wusste schon, was er meint. Die Operation Donnerschlag sollte endgültig anlaufen. Im Hauptquartier bei Moskau ist man jetzt besessen von der Angst vor einem Überraschungsschlag des Westens. Darauf kennt die sowjetische Militärdoktrin nur eine Antwort. Angriff ist die beste Verteidigung.
Am 12. März 1990 schlagen die Sowjets dort los, wo es der Westen am wenigsten erwartet, an der Ostsee. Frühmorgens mit 12.000 Mann der sowjetischen Baltikflotte und der Nationalen Volksmarine der DDR. Hafen erreichen die Marineinfanteristen die Küste der Bundesrepublik. Mit Unterstützung aus der Luft rollt ein gigantisches amphibisches Landungsunternehmen ab. In wenigen Stunden gelingt es, einen Brückenkopf auszubauen. Große Mengen Kriegsgerät werden an Land gebracht. Anfangs trifft die Invasion nur auf schwachen Widerstand. Schnell dringen die Angreifer ins Hinterland vor. Dann reagiert die überraschte NATO. Sie tut alles, um den Einbruch in die Ostseeflanke abzuriegeln. Neben Bundeswehreinheiten werden britische, niederländische und belgische Divisionen nach Norden verlegt. Zu ihrer Unterstützung werden 40.000 Mann des 3. US-Korps herangeführt, die gerade in Bremerhaven und anderen Nordseehäfen eingetroffen sind. Was werden sie auf der anderen Seite dieser Hügel finden? Ich weiß nicht, aber wir sind bereit für was über uns auf dieser Hügel. Glauben Sie, sie haben mehr als wir da? It's hard to say. You never know while you meet the crest of it, and then you scope it out and whether you need more reinforcements or not. We do. We got them behind us. This ain't Viet, like Vietnam. It's a hell of a lot bigger than Vietnam. Die Schlacht in Schleswig-Holstein bringt beiden Seiten schwere Verluste. Die Invasionstruppen des Warschauer Pakts treffen in Schleswig-Holstein auf erbitterten Widerstand der NATO-Kräfte. Trotzdem gelang es den sowjetischen und DDR-Soldaten, in verlustreichen Kämpfen Geländegewinne zu erzielen. Die Front verläuft heute Mittag etwa südlich von Eutin. Die Härte der Kämpfe nähert hier überall die Befürchtung, dass der Einsatz von Atomwaffen nicht mehr völlig ausgeschlossen werden kann. Die NATO meldet am ersten Tag knapp 1.000 Gefallene, bei 1.500 Toten der Gegenseite. See if you can get attack helicopters and artillery support in that area. The area that I'm getting worried about is up on the north here. If they flank us to the north and cross the core boundary and make it, they've outflanked this whole area. Die Front zu halten, verlegt die NATO starke Kräfte ins Kampfgebiet. Aber das Landungsunternehmen des Ostens ist nur Maskirovka, eine Finte. Der Hauptangriff erfolgt im Süden. Die große Bodenoffensive begann am Morgengrauen des 13. März. Ich führte ein Panzerregiment der 3. NVA-Armee. Gemeinsam mit der 1. sowjetischen Gardepanzerarmee sind wir als Erste bei Fulda über die Grenze in die BRD vorgestoßen. 1.600 Panzer und 100.000 Soldaten des Ostens durchbrechen die Grenze zur Bundesrepublik. Unser Auftrag war es, mit einem blitzartigen Stoß nach Westen bis zum Rhein zu kommen. Nach dem Operationsplan sollten die NATO-Kräfte in zwei Teile gespalten und unterwegs alle größeren Luftwaffenstützpunkte vernichtet werden. Danach, so die Zielstellung, sollte unsere politische Führung Friedensverhandlungen anbieten. Nach sowjetischen Schätzungen, nach denen unsere Planung aufgestellt war, war die Operation in etwa 10 Tagen abzuschließen. Jetzt
Der Angriff wird aus der Luft massiv unterstützt. Kampfflugzeuge vom Typ MiG-23 und MiG-25 versuchen, die NATO-Luftwaffe am Boden zu zerstören. Auf allen NATO-Flugplätzen in Mitteleuropa wird Luftalarm ausgelöst. Angreifern gelingt es, die NATO-Luftwaffe empfindlich zu treffen. Etwa 50% der Einrichtungen am Boden werden zerstört. Nach dem ersten Schock schlägt die Luftabwehr zurück. In kurzer Zeit holt sie 20% der feindlichen Maschinen vom Himmel über Deutschland. Innerhalb eines Tages haben die Kriegsgegner einen großen Teil ihrer Arsenale verschossen. 30.000 Tote und Verletzte auf beiden Seiten. Die Bilanz dieses Tages. Die verwundeten Sammelstellen sind seit dem 13. März rund um die Uhr beschäftigt. Die Frontsoldaten tun alles, um ihre verletzten Kameraden aus der Kampfzone in Sicherheit zu bringen. Soweit sie transportfähig sind, werden sie nach Holland und Belgien gebracht. In der Nähe aller NATO-Flugplätze werden auch Wohngebiete von sowjetischen Bomben getroffen. Nach offiziellen Angaben sind inzwischen bereits 3.500 Zivilisten Opfer der Angriffe geworden. Auch wer nicht in der Nähe militärischer Einrichtungen wohnt, befürchtet jetzt gezielte Luftangriffe auf deutsche Städte. Die Beamten des Luftschutzwarndienstes in der Bundesrepublik versuchen das Unmögliche. Verzweifelt bemühen sie sich, Millionen Menschen gegen drohende Bombenangriffe zu schützen. Die Nächte werden von Antiluftraketen taghell erleuchtet. In den letzten Stunden sind die vorgeschobenen Stellungen der NATO vollständig überrannt worden. Die meisten Flussübergänge sollen jetzt gesprengt werden. We're going to stop it. We have to stop it. This is a critical area. If they seize this terrain right here, then they seize the whole line. The whole line would collapse if they took this particular terrain here. Die Angst wird für die Menschen unerträglich. In der Bundesrepublik ebenso wie im belagerten West-Berlin. Seit Anfang März war ich im neuen Hilfskrankenhaus in der nahen Menzelschule zugeteilt. Die Leute wurden immer panischer. Abgesehen von den ganzen körperlichen Sachen gab es natürlich hauptsächlich dann psychische Malessen, Nervenzusammenbrüche, Angstzustände. Irgendwann kommen die Russen, dann kommt die Atombombe. So war die Stimmung. Wir haben praktisch nur noch Beruhigungsmittel verteilen können. Nach unbestätigten Berichten stehen Sowjets und NVA ca. 15 Kilometer vor der Stadt. General Sir George Winthrop, der britische Kommandant des Nordabschnitts, hat in einer feierlichen Erklärung versprochen, man werde die Angreifer um jeden Preis zurückwerfen. Auf die Frage, ob dies auch den Einsatz von Nuklearwaffen beinhalte, verweigerte er jeden Kommentar. Die Großstädte wirken wie ausgestorben. Hunderttausende sind geflohen, irgendwohin,
obwohl die Militärs angekündigt haben, alle wichtigen Straßen notfalls mit Waffengewalt freizuräumen. Im Kampfgebiet versinkt unterdessen ein Ort nach dem anderen in Schutt und Asche. Ich hatte mich schon auf das Schlimmste vorbereitet. Alle Szenarien, die wir durchgespielt hatten, kamen zu demselben Ergebnis. An einem bestimmten Punkt würden wir gezwungen sein, entweder nukleare Gefechtsfeldwaffen einzusetzen oder unser Land dem Gegner preiszugeben. Das war in unserer Verteidigungskonzeption unausweichlich. Und nun kam ich zu der Überzeugung, dass wir bald vor genau dieser Alternative stehen. Nach unserer Zielplanung sollte die erste Salve taktischer Atomwaffen etwa 35 Sprengköpfe umfassen. Ich muss vielleicht dazu sagen, die Hälfte davon auf gegnerische Ziele auf bundesdeutschem Boden gerichtet. Unsere Verteidigung sollte jedoch noch 24 Stunden mit konventionellen Waffen weitergeführt werden, bevor diese Pläne in Kraft gesetzt wurden. 19. März 1990. Operation Bloody Nose, blutige Nase. Gut ein Dutzend amerikanische Jagdbomber, vollgepackt mit Elektronik, stoßen im Tiefflug nach Polen vor. Sie werden von einer Staffel britischer Tornados begleitet. Zusammen mit einigen Tarnkappenbombern vom Typ F-117 haben sie nur einen Auftrag. Ausschaltung der sowjetischen Kommandozentrale in Legnica. Der Angriff dauert nur 20 Minuten und erreicht sein Ziel. Dann schlagen die sowjetischen Abfangjäger zurück. Sie verbeißen sich förmlich in die Angriffsformation aus dem Westen. Die Sowjets üben blutige Vergeltung. Sie haben eine wichtige Kommandozentrale verloren. Jetzt sollen die Briten und Amerikaner dafür bezahlen. Außer den Stealth-Bombern kehren nur wenige NATO-Maschinen zu ihren Basen zurück. Bloody Nose. Der Erfolg der russischen Abfangjäger kommt zu spät. Am schlimmsten war, dass wir durch den Angriff auf Legnica unsere Luftunterstützung und unsere Kommunikationseinrichtung verloren hatten. Außerdem waren unsere Nachschublinien unterbrochen durch die Aufständischen in Polen. Während die Bevölkerung im rückwärtigen Gebiet sich mehr und mehr gegen die Sowjets stellt, wird die Lage für die Truppen an der Front immer schwieriger. Außerdem, der historischen Wahrheit zuliebe, muss ich Ihnen sagen, dass ein großer Teil unseres Geräts überhaupt nicht gefechtsklar war. Nicht so sehr bei uns, aber bei den Sowjets waren zum Beispiel von den Panzern etwa nur 60% einsatzbereit. Ich war hier vorne mit dabei und ich kann Ihnen sagen, wir blieben reihenweise liegen. Wie lahme Enten, es war vorbei. Der Vormarsch des Ostens kommt zum Stehen. Kein Nachschub, keine Kommandoverbindungen, technische Mängel, zu viele Schwächen, die die zahlenmäßige Überlegenheit der Sowjets mehr als aufwiegen. Die Schlacht um Deutschland nimmt ihre entscheidende Wendung. Seit der Operation Bloody Nose hat die NATO die Luftüberlegenheit.
Jetzt gelingt es ihr, den Gegner Kilometer für Kilometer zurückzuwerfen. Kampfhubschrauber erweisen sich als wirkungsvolle Waffe. Bei den Soldaten aus der DDR gibt es hohe Verluste. Die Kampfmoral der NVA ist jetzt schwer erschüttert. In der DDR brach die Versorgung völlig zusammen. Ja, sie hat nichts mehr. Naja, irgendwie kannte man das ja. Und die Produktion, die wurde von einem Tag auf den anderen völlig umgestellt. Und wir haben dann nur noch für die Armee gearbeitet. Und die ganze Zeit, da hatten wir nur einen Gedanken. Ja. Weg aus der Stadt, bloß raus her. Denn wenn das richtig losgeht, dann hat man da überhaupt keine Chance. Auf ganzer Front sind die Armeen des Ostens jetzt auf dem Rückzug. Am 25. März 1990 wird zum ersten Mal auf DDR-Gebiet gekämpft. Ich habe mich mit meiner Frau aufs Land durchgeschlagen, zu Verwandten, in der Nähe von Magdeburg. Ja, auf der LBG gab es wenigstens noch was zu essen. Und die meiste Zeit haben wir im Keller gesessen. Und dann, als wir die ersten amerikanischen Panzer gehört haben, also die Kanonenschüsse, da habe ich sie angeguckt und sie hat mich angeguckt. Und wir haben halt gedacht, jetzt haben wir es hinter uns. Ja, dann kam es richtig dicke. Ganz schlimm. Immer weiter dringen die Divisionen der NATO nach Osten vor. Die DDR hat sich praktisch unter unseren Augen aufgelöst. Bewaffnete Männer und versprengte Soldaten liefen mit ihren Waffen herum und man hatte den Eindruck, die schießen auf alles, was vom SED-Staat noch übrig ist. Und mittendrin haben wir die Berlin-Operation abgeschlossen, während die Sowjets sich zur polnischen Grenze zurückzogen. Es war das absolute Chaos. Vordringliches Ziel der Alliierten ist es, West-Berlin aus der Blockade zu befreien. In der Umgebung der geteilten Stadt kommt es zu erbitterten Häuserkämpfen. Wir haben noch keine Bestätigung all dieser Berichte. Die Lage verändert sich laufend und bis zum gewissen Grad ist alles noch im Fluss. Aber es sieht momentan wenigstens so aus, dass die Dinge sich in eine positive Richtung bewegen. Wir hoffen weiterhin, dass es bald ein klares, positives Ergebnis gibt. West-Berlin ist befreit. Amerikaner, Briten und Franzosen werden gefeiert. Die Nachricht, dass Kampfverbände der Alliierten den Durchbruch geschafft haben, dass die Blockade gebrochen ist, hat in Berlin unbeschreiblichen Jubel ausgelöst. Alles feiert bis tief in die Nacht. Und da die staatliche Autorität der DDR vor dem Zusammenbruch steht, glauben alle, dass eine Wiedervereinigung Deutschlands jetzt ganz sicher ist. Ja, die letzten Tage waren schlimm. Honecker, ich weiß nicht warum, der wollte die Tatsachen einfach nicht sehen. Es war vorbei, aber er nahm es nicht zur Kenntnis. Die Sowjets hatten uns den ganzen Schlamassel eingebrockt, die waren für uns erledigt. Jetzt werden aus den Teilrepubliken der Sowjetunion bewaffnete Aufstände gemeldet. Gegen die Mächtigen in Moskau. Die Hardliner im Kreml stehen mit dem Rücken zur Wand. Das größte Land der Erde droht in Gewalt und Zerstörung zu versinken. Die Putschisten haben die Lage selbst herbeigeführt, die sie jetzt nicht mehr unter Kontrolle bekommen. Bedrohliche Aussichten, auch für den Westen. There was a consensus
In der Allianz gab es einen breiten Konsens, so schnell wie möglich wieder da herauszukommen. Mit der Befreiung von West-Berlin hatten wir unser militärisches Ziel schließlich erreicht. Nur wollten die Deutschen, dass wir zur polnischen Grenze vorstoßen und die Wiedervereinigung absichern, um nicht, wie sie es sahen, auf halbem Weg stehen zu bleiben. Der Präsident hielt es nun für wichtig, den Sowjets zu signalisieren, dass wir keine weiteren offensiven Absichten hatten. Doch die Sowjets denken nicht an Verhandlungen. Noch haben sie nicht alle Mittel ausgeschöpft. Soschkin war überzeugt, dass die Amerikaner entweder auf Moskau marschieren oder die Situation ausnutzen, um einen nuklearen Erstschlag gegen uns zu führen. Denken Sie darüber, wie Sie wollen. Aber ich sage Ihnen, selbst Verrückte haben wirkliche Feinde. Soschkin fühlt sich in die Enge getrieben und sieht nur einen Ausweg. Er erteilt die Weisung, über der Nordsee eine Atombombe abzuwerfen. Die britische Abwehr fängt den Befehl auf. On the line, sir. This is the SDL. British Alarm Level 3. British Alarm Level 3. Atomalarm. Zum ersten Mal in der Geschichte steht Europa vor dem nuklearen Ernstfall. Kilometer vor der Küste Großbritanniens detoniert eine Atombombe von einer Megatonne Sprengkraft. Die militärische Wirkung über dem offenen Meer ist gleich null. Doch die Sowjets haben die nukleare Schwelle überschritten. Niemand weiß, wie weit sie gehen werden. You just can't imagine the pressure that the president was under. Sie können sich nicht vorstellen, unter welchem Druck der Präsident stand. Für Verhandlungen oder Konsultationen blieb keine Zeit. Auch nicht für eine Auswertung der Informationen, die wir über die Aktivitäten der strategischen Raketentruppen der Sowjets bekamen. Unser Alarmsystem reagierte mit unerbittlicher Zwangsläufigkeit. Menschliche Entscheidungen waren nur noch Formsache. Denn jedes Zögern konnte die totale Vernichtung bedeuten. Any delay could mean annihilation. This is Daniel Shore at the Pentagon. Hier meldet sich Daniel Shore vom Pentagon. Ich erfahre soeben aus dem Verteidigungsministerium, dass in diesem Augenblick der sogenannte PSYOP in Kraft gesetzt wird. Das ist der streng geheime Plan für die Vorbereitung eines umfassenden Atomschlags gegen bis zu 12.000 Ziele in der Sowjetunion. Der Kommandeur der amerikanischen Atomstreitkraft geht an Bord seiner fliegenden Einsatzzentrale. Dort wartet er weitere Befehle des Präsidenten ab. Höchster Alarmzustand. Doch noch sind alle Optionen offen. Wenn Soschkin nicht die Nerven verloren hätte, wäre der Krieg da zu Ende gewesen. Aber sehen Sie, wir bekamen vom KGB alarmierende Meldungen über einen amerikanischen Erstschlag. Außerdem waren die Computer unserer Luftverteidigung in so schlechtem Zustand, dass wir fast täglich falschen Alarm hatten. Menschen sind für solchen Stress eben nicht gemacht. Und technische Systeme auch nicht. Soschkin hält dem Stress nicht stand. Er erteilt den Befehl zum Abschuss der ersten Interkontinentalrakete. Es klingt vielleicht primitiv, aber am Ende hatten wir nur noch eine Wahl.
Töten oder getötet werden. Und dann gnade uns Gott. May God have mercy on us all. Unzählige Male haben die Besatzung der amerikanischen B-52-Bomber die Prozedur des Abwurfs trainiert. Auch unter Wasser läuft das Uhrwerk des atomaren Overkills mit unerbittlicher Präzision. Beide Supermächte verfügen insgesamt über 25.000 nukleare Sprengköpfe. Krieg, der das Gesicht der Erde für immer zerstört. Soeben ABC-Alarm ausgelöst. Ich wiederhole, keine Übung. ABC-Alarm. Vor wenigen Minuten sind in ganz Washington die Luftschutzsirenen angelaufen. Sie können es vermutlich hören. Hier im Weißen Haus ist riesige Nervosität ausgebrochen, große Hektik herrscht, doch niemand sagt etwas. There is a tremendous amount of activity going on at the White House, but I'm unable to convey to you any of what's going on. Nobody.